wir tun immer so, als wären Menschen zu blöd zum Leben. So, beziehungsweise die gesamte Gesundheitsbranche tut immer so, als wenn man den Leuten noch einmal erklären müsste, so, das hier ist ein Apfel und dieser Apfel ist gut und das hier ist Schokolade und die ist böse und so weiter. Und die große Erkenntnis ist, auch dicke Menschen sind nicht dumm. Jedes Verhalten hat eine Funktion. Und obwohl wir viele Dinge wissen, gibt es sehr viele emotionale Gründe, warum wir Dinge nicht so umsetzen, wie wir es gerne wollen würden. Das heißt, wir haben kein Wissensdefizit in Deutschland. Viele Kinder wissen schon Obst, Gemüse, Ballaststoffe, Wasser trinken, alles toll. Und die wissen auch ganz genau, was die Eltern alles falsch machen. Und Hand aufs Herz, ich glaube, wir haben alle im Groben verstanden, was wir tun müssten, um uns einigermaßen gesund zu verhalten. Von Rauchen und Alkohol bis hin zu Essmengen und Zuckermassen und vielleicht auch Dinge, die wir einfach fast schon suchthaft einfach brauchen. Da merken wir eben sehr schnell, der Schweinehund wird wieder aktiv. Aber der Schweinehund sind halt wir. Und das ist, glaube ich, so der springende Punkt. Der Schweinehund existiert nicht. Wir reden immer über Psychologie. Wir reden immer über Emotionen. Wir reden nicht über die Ratio, über dieses ganze Wissen, was wir Menschen versuchen, seit über 45 Jahren zu vermitteln. Und scheinbar hat auch die klassische Ernährungsberatung in Deutschland offensichtlich versagt. Wir haben im ersten Teil drüber gesprochen, was denn alles schiefläuft. Und das ist ziemlich krass ist zum Teil, was man davon, natürlich wir Erwachsene haben dann auch irgendwelche Negativen, wir versuchen vielleicht immer schön und toll und alles zu geben, was nur geht, aber es fängt ja irgendwo an. Und jetzt im zweiten Teil soll es darum gehen, einerseits, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist, also wenn wir schon erwachsen oder groß zumindest sind, wie können wir jetzt noch zu einem halbwegs achtsamen, zufriedenen Leben hinkommen, ja, also zufrieden, den Frieden, ja? Zufrieden, ja. Und die zweite Geschichte, wenn wir Kinder haben oder wenn wir irgendwie für Kinder verantwortlich sind, als Pädagoge, als Erzieher, was können wir dann tun? Und da hast du ja auch einige Zugänge und einsteigen möchte ich tatsächlich mit der Geschichte, nämlich beim Schwimmen gehen, wie du mit einem Mädchen beim Schwimmen warst, die immer Angst gehabt hatte. Ja, es geht um das Thema Stress und wie gehen wir mit Emotionen um oder auch mit Gefühlen, die jeder in uns trägt. Also wir sind zig Milliarden Menschen auf dieser Welt. Jeder Mensch hat Gefühle in sich drin, wie Schuldgefühle, Schamgefühle, Ängste, Sorgen und so weiter. Und die große Frage ist, wie gehen wir damit um? Also emotionale Intelligenz. Und ich erzähle eine Geschichte oder ich habe da ein Beispiel für. Ich war früher, habe ich in Schulen gearbeitet, irgendwie Fußball-AG oder auch Schwimmkurs. Und ich war da mal mit einer ersten und zweiten Klasse, waren wir im Schwimmbad und es gab diesen klassischen Schwimmkurs. Und dann hieß es ja, wir gehen heute alle ins Wasser. Und plötzlich hat ein Kind geweint und wollte nicht ins Wasser. Und plötzlich hatte ich 10 Kinder und keine wollte mehr schwimmen gehen. Und alle waren irgendwie, haben abgeblockt und sagen, wir gehen nicht mehr ins Wasser. Und das ist ja auch das, was Erwachsene häufig dann sagen, dieses, du brauchst keine Angst zu haben. Und es macht durchaus mehr Sinn, jetzt gerade bei Kindern, anstatt zu sagen, du brauchst keine Angst zu haben, in dem Fall, das Kind wollte schwimmen gehen, wollte nicht schwimmen gehen, dann aber zu sagen, du darfst Angst haben, möchtest du gemeinsam mit deiner Angst schwimmen gehen? Also die Angst mit ins Boot zu holen. Und interessanterweise ist das auch für Kinder viel, viel leichter, als wenn man sagt, du brauchst keine Angst zu haben, mach's jetzt trotzdem, weil die Angst ist ja da, das ist ja der Ist-Zustand. Und tatsächlich bin ich mit ihr ins Wasser gegangen und habe ihr ein bisschen geholfen beim Schwimmen und dann habe ich irgendwann nochmal gefragt, wie geht's der Angst jetzt? Dann hat sie gesagt, ja, die Angst ist immer noch da. Dann haben wir ein bisschen weitergemacht, wie geht's der Angst jetzt? Ja, die ist ein bisschen weniger geworden. Dann habe ich die Hand so weggenommen, oh, jetzt ist sie wieder da. Und das Schöne ist, das Kind hat gelacht, während es Angst hatte. Und das ist ein schönes Bild. Also vielleicht humorvoll neugierig diesen Emotionen, die wir alle weghaben wollen, weil wir haben ja alle keine Angst und tragen unsere schöne Maske. Vielleicht wieder sowas zu sagen wie, ich darf Angst haben, die Angst darf da sein. Und das kann ich 1:1 übertragen auf mich früher. Ich hatte auch früher Prüfungsangst, also Prüfungssituationen. Es gab 5 Prüfer vor mir und ich habe gedacht, ich darf nicht nervös werden, weil ich hatte immer das Problem mit Blackouts. Das heißt, wenn ich nervös wurde, habe ich einen Blackout bekommen. Also bin ich da rein mit dem Gedanken, ich darf nicht nervös sein, ich darf nicht nervös sein, ich darf nicht nervös sein. Das war die Erwartung, die Realität war, ich war nervös. Das hat mich total unter Stress gebracht, sobald ich nervös geworden bin. Und zack, hatte ich einen Blackout. Und
der Gedanke oder ja, tatsächlich diese Hilfestellung, die mir geholfen hat, in solchen Situationen einen klaren Kopf zu behalten, war, du darfst nervös sein. Es ist nichts Falsches, es ist nichts Schlimmes. Das heißt, das nimmt den Druck raus, dem eine Daseinsberechtigung zu geben. Und heute halte ich Vorträge vor über 1000 Menschen und es ist okay. Ich bin auch immer noch nervös, aber das darf halt dann da sein. Und das ist das große Thema der emotionalen Intelligenz. Die Fähigkeit zu haben, einer Emotion, die da ist, reinzuspüren oder im Feuer stehen zu bleiben, ist auch ein sehr schönes Bild dafür und dieses Gefühl nicht runterzudrücken. Und wir reden ja hier über Ernährung und auch bei Stressessen oder Essen aus Langeweile ist es interessanterweise das gleiche Bild. Dieses, da ist ein unangenehmes Gefühl in mir drin, das soll jetzt weg, also mache ich Fingernägel kauen oder ich esse was oder ich gehe jetzt laufen oder ich lenke mich irgendwie ab. Die Alternative wäre, das Gefühl darf da sein und dann in die Ruhe zu gehen, wenn es am unangenehmsten ist. Aber das hat etwas damit zu tun, dass es ja durchaus unangenehm ist, ne? Also man muss sich ja dem stellen, was in einem hochkommt, was man normalerweise seit möglicherweise Jahren oder Jahrzehnten versucht, nicht da sein zu lassen. Weil das darf ja nicht da sein, das soll ja nicht da sein. Das ist ja das Dunkle, das Falsche, das, was ich in mir verdränge oder abspalte oder nennen wir, wie es wollen. Und das ist auch das, was ich übrigens im ersten Teil meinte mit diesem ganzen Dunklen, diesen ganzen selbsthassenden Gedanken oder auch unangenehmen Gefühlen sich selbst gegenüber. In dem Moment, wo wir es schaffen, dem eine Daseinsberechtigung zu geben und verstehen, dass es den vielen anderen Menschen wahrscheinlich genauso geht, dann ist das der Moment, wo man häufig es schafft, auch mal tief durchzuatmen, dann eben nicht impulsiv reagiert. Und ich mag dafür den Begriff professionelle Gelassenheit. Also dann, wenn es schwierig wird, ist, also da, wo es schwierig wird, dann, wenn es unangenehm wird, dann, wenn man am liebsten rot sieht, dann es schaffen, einen ruhigen Kopf zu behalten, einen klaren Blick zu behalten, der Fels in der Brandung oder nennen wir es, wie wir es wollen. Aber die Bilder gehören halt dazu, dieses Durchatmen, Ist-Zustand annehmen, so wie wir das im Stressmanagement, in der Resilienz oder im Krisenmanagement auch lernen dürfen. Und dann neue Entscheidungen treffen, die sinnvoll und zielführend sind, anstatt dass wir impulsiv reagieren und Folgefehler machen. Es ist ja genauso. Auch aus den Weisheitslehren und auch die großen Weisheitslehrer, heute wird man vielleicht den Eckhart Tolle nennen, der auch sagt, also alles, was uns trennt von der Erleuchtung, ist Widerstand. Ja, und das ist ja auch das Schöne, wie gehen Menschen mit Krisen um oder mit unangenehmen Situationen. Wenn wir die Vergangenheit schauen, dann sah unser Leben so aus. Ne? Also auch hierzu habe ich natürlich ein Bild vorbereitet. Ja. Ich schaue an. Das sind wir aber auch wieder bei der Ambiguitätstoleranz. Um jetzt den Kreis zu schließen. Ja? Tatsächlich ist es das, weil unser Leben ist eine Achterbahn. Und wir haben eine Erwartung, wie es sein sollte. Und phasenweise ist es besser als erwartet und phasenweise ist es schlechter als erwartet. Wenn die Vergangenheit so aussah, ich verspreche dir, deine Zukunft wird genauso aussehen. Und zu glauben, dass die Zukunft auf einmal nur noch besser laufen würde als erwartet, ist halt leider total unrealistisch. Das heißt, denn die nächste Krankheit, die nächste Krise und spätestens der Tod ist wahrscheinlich jetzt nicht das, was super geil ist und worauf wir uns freuen. Vielleicht schon, ich lasse es jetzt mal offen stehen. Aber die große Erkenntnis ist tatsächlich, in dem Moment, wo es uns gut geht, dürfen wir zuversichtlich sein, dass es uns auch wieder schlecht gehen wird. Das klingt so gemein, das ist auch ganz wertschätzend gemeint, aber wenn wir das verstanden haben, dass die nächste Krise kommen wird und mal früher, mal später, wenn wir diese Zuversicht haben, dann fällt es uns auch leichter, wenn es uns mal schlechter geht, die Zuversicht zu haben, dass es auch wieder besser werden wird. Also Es geht halt immer auf und ab. Und diese Zuversicht ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir in beide Richtungen verstehen, ja, es wird auch wieder schlimmer werden. Wir dürfen uns auch darauf vorbereiten, dass es wieder schlimmer werden wird. Wir dürfen vielleicht sogar Dinge vorplanen. Was mache ich denn in der Situation, wo es mir schlecht geht? Weil ich schon jetzt weiß, dass wenn es mir schlecht geht, habe ich so ein Brett vorm Kopf, dann kriege ich gar nichts mehr gebacken. So. Und vielleicht ist das ein sinnvoller Gedanke. Und das Zweite, was hier sehr schön ist, man kann an diesem Bild das Glücksparadoxon erklären. Wenn diese Mittellinie meine Erwartungshaltung ist und ich die Erwartungshaltung nach oben schiebe, dann ist es logisch, dass es mehr Phasen gibt, wo es mir schlecht geht und die Bereiche, wo ich mit dem zufrieden bin, was da ist, viel, viel kleiner werden. Und das Glücksparadoxon ist, wenn das die Erwartungshaltung ist, ja, dann werden wir niemals zufrieden sein mit dem, was wir sind. Und das Glücksparadoxon ist, je mehr du nach Geld, nach Erfolg, nach Reichtum, nach dem perfekten Körper, je mehr wir streben, desto
schwieriger fällt es, das wertschätzen zu können, was wir gerade haben. Desto schwieriger fällt die Dankbarkeit und die Genügsamkeit, weil ja, im Perfektionismus versteckt sich am Ende die Intoleranz. Je perfektionistischer wir sind, desto kleiner ist unsere Komfortzone, desto weniger tolerieren wir andere Ansichten, weil wenn das eine das Richtige ist, dann ist ja alles andere falsch und böse. In der professionellen Gelassenheit haben wir die Toleranz. Die Dinge, die da sind, dürfen da sein. Auch gewisse Emotionen, Gefühle, dunkle Geheimnisse, unangenehme Gedanken. Und ich hoffe, damit hole ich wieder so ein bisschen ab, was wir im ersten Teil auch besprochen haben. Es geht um Toleranz und um Annahme. Vielleicht nennen wir Annahme sogar Liebe, dass wir es schaffen, die Dinge, die da sind, anzunehmen, wie sie sind. Übrigens auch das Kernthema. Mir gefällt die Metapher. Ganz genau. Und das ist auch Meditation und Achtsamkeit, ist ja nichts anderes. Es geht ja darum, den Ist-Zustand nicht zu bewerten und einfach nur wahrzunehmen und anzunehmen, das, was gerade ist, ohne diese Bewertung richtig falsch reinzugeben. Und das ist vielleicht auch nochmal ein Gedankengang, dass das eine sehr spannende Übung ist, Achtsamkeitsübung, Meditation, die aber so einem Phil gar nicht gefällt, weil der hat für sowas keine Zeit und der mag das nicht, weil dann kommen unangenehme Gefühle hoch. Und vielleicht ist auch generell Achtsamkeit oder Monotonie, vielleicht auch mal nur eine Sache zu machen, wenn wir jetzt Richtung Lösungen gehen. Ich glaube, für den einen oder anderen wäre es schon ein Fortschritt, mal auf dem Klo nicht sein Smartphone in der Hand zu halten. Das ist ja einer der meisten Unfälle mit Handys. Also wenn es dann in diesen Reparatureinrichtungen, die sagen die meisten, die kriegen dann erst offene Handys, ja. Weil die einfach, die ganzen Deutschen schmeißen die ins Klo. Also ihnen rutscht es rein, ja. Ja klar, aber das ist ja da lädt die ganze Industrie davon. Ja, und auch in Warteschlangen, dass wir das nicht aushalten, einfach mal zu warten. Da gibt es ja diesen schönen Satz, ich glaube, Dieter Lange hat den gesagt, der hat den aber auch irgendwie zitiert. Ich kenne jetzt den Urheber dieses Satzes nicht, aber die meisten Probleme im Leben entstehen dadurch, dass Menschen es nicht schaffen, ruhig in ihrem Zimmer sitzen zu bleiben. Total spannender Satz. Also wirklich Ruhe aushalten zu können, ist, glaube ich, auch für Genuss und für Gelassenheit, für Genügsamkeit, klar, für Geduld, essentiell. Genussfähigkeit wieder entwickeln, wenn wir einfach das verlernt haben. Also, nehmen wir an, wir haben einen Menschen, der gerne beim Fernsehschauen Chips isst. So, das ist eine Paralleltätigkeit, der macht das jeden Tag vielleicht. Mein Ansatz wäre, iss ruhig die Chips, von mir aus jeden Tag, aber setz dich mal mit der Chipstüte in die Küche und mach nichts anderes. Also nur Chips essen. Und plötzlich kommen sich Menschen dabei ziemlich blöd vor. Weil das ist eine emotionale Kopplung. Fernsehen und Chips gehören zusammen. Genauso wie Fußball und Bier oder Popcorn und Kino. Und diese emotionale Kopplung mal aufzulösen, vielleicht nur die eine Sache, nur das Genussmittel. Weil sobald ich währenddessen was anderes mache, also Fernsehen schaue, kann es kein Genuss mehr sein, weil ich bin mit der Aufmerksamkeit ja beim Fernsehen gucken oder bei Netflix oder sonst was und nicht beim Essen. Das heißt, Genuss braucht Aufmerksamkeit. Und das ist schon mal Genusstraining Nummer 1. Mach währenddessen dein Smartphone aus, zum Beispiel. Oder was auch immer du sonst parallel alles tust. Wenn du einen Kaffee trinkst. Es gibt ja auch andere Situationen, wo es vielleicht jetzt nicht so zuträglich wäre, wenn man mit Smartphone, also. Ja, für den Kaffee sich mal wieder hinzusetzen, anstatt einen Kaffee to go. Ne? Kaffee to go als Droge der Leistungsgesellschaft ist auch ein sehr spannender Gedankengang, dieses alles parallel machen zu wollen. Im Einwegbecher. Zum Beispiel. Tipp Nummer 2 für Erwachsene ist, um wieder ein Essen nach Körpergefühl zu lernen, müssen wir eigentlich die Hindernisse wahrnehmen und mal dagegen steuern. Zum Beispiel gibt es viele Menschen, die müssen den Teller leer machen. Egal wie viel da drauf ist, egal wie groß die Portion im Restaurant ist. Gibt es auch Studien dazu, ja. Ja, ganz viele. Ja. Und die Übung wäre, eine Teelöffel große Menge, so vielleicht bei einer Mahlzeit am Tag, vielleicht immer abends oder immer mittags, eine Teelöffel große Menge auf dem Teller liegen zu lassen. Das löst richtige Konflikte aus, weil wir haben ja alle gelernt, Nachkriegsgeneration, du darfst keine Lebensmittel wegschmeißen und so weiter und so fort, treibt aber Menschen dazu, dass sie tatsächlich nicht aufhören können zu essen, solange etwas auf dem Teller oder auf dem Tisch steht und dadurch einfach über ihr Sättigungsgefühl hinaus essen. Also Sättigung ist dann kein Argument mehr, genauso, also viele Menschen essen nicht aus Hunger oder hören auch nicht auf zu essen, nur weil sie satt sind. Wir tun immer so, als wären das Argumente,
Ist aber nicht so. Also wir essen häufig, obwohl wir keinen Hunger haben. Wir essen häufig weiter, obwohl wir schon längst satt sind. Dieses Körpergefühl wieder zu entwickeln, ist natürlich super sinnvoll durch Achtsamkeitsübungen und so weiter. Aber dieses Teelöffelgroße ist vielleicht noch etwas, was eine Alltagsnähe mit sich bringt. Und der dritte Tipp für Erwachsene wäre, wenn wir uns den Faktor Zeit anschauen, ist, wenn wir zum Beispiel am Essen sind, dass wir eben nicht schaufeln, sondern mal die Übung ausprobieren, Gabel in den Mund stecken, Messer und Gabel neben den Teller legen und Messer und Gabel erst wieder anfassen, wenn der Mund wirklich leer ist. Oder auf Stäbchen also wechseln, auch hilfreich. Ja gut, aber Stäbchen wechseln ist ja nur, dann fange ich ja trotzdem an zu schaufeln im Zweifelsfall. Es geht ja wirklich darum, das bewusste. Nein, du darfst es halt nicht in die Hand nehmen. Aber wenn du halt dann von da mit dem Stäbchen, bis das beim Mund ist, ich schwör's da, also das ist die beste Diät der Welt. Ja, auch ja. Kuchengabel, kleine Teller, natürlich gibt es diese Tipps, aber auf der Verhaltensebene mal zu merken, wie schwer es eigentlich ist, weil wir haben so etwas wie Essgeschwindigkeit, haben wir hunderttausende Male, Millionen Male wiederholt. Und dann mal festzustellen, Messer und Gabel daneben zu legen, nur zu essen und nicht währenddessen die nächste Gabel zu drapieren. Also auch die Gefahr ist bei den Stäbchen, dass ich Essen in den Mund stecke und eigentlich die nächste Aufgabe ist beim Essen, dass ich gar nicht das Essen achte und nicht genieße, sondern die nächste Aufgabe ist, dass ich versuche, möglichst viel Essen auf diese beiden Stäbchen wiederzubekommen, in der Zwischenzeit, wo ich gerade am Essen bin. Aber immerhin merkt man vom Fernseher nichts. Immerhin merkt man vom Fernseher nichts. Also das ist dann... Das könnte auch wieder ein Vorteil sein. Aber das wäre tatsächlich auch wieder etwas, wo man schnell merkt, okay, man wird unruhig, man merkt, das kriegt man nicht hin, man ertappt sich sehr schnell dabei, dass man wieder im alten Essverhalten drin ist. Und auch das ist eine sehr schöne Übung. Also diese drei Übungen sind so das für Erwachsene. Jetzt gehen wir zu den Kindern. Und jetzt gehen wir mal zu deiner Tochter, weil wir haben ja gesagt, ja. Du hast eine süße, kleine, junge Göttin an deiner Seite und wenn ich mir jetzt vorstelle, jetzt ist sie klein, jetzt ist sie noch nicht einmal ein Jahr und wenn wir jetzt entlang gehen in der Entwicklungsgeschichte, was könntest du oder können jetzt Menschen, die auch Kinder haben oder mit Kindern arbeiten, im professionellen Kontext oder auch wenn es die Oma ist, wie kann die jetzt umgehen mit den Kleinen? Ich glaube, die große Herausforderung, das hast du vorhin im Zwischengespräch nett gesagt, ist, zu versuchen, seine eigenen Themen nicht aufs Kind zu projizieren. So, ne? Ob man das jetzt schafft oder nicht, sei mal dahingestellt. Es ist aber schon mal schön, wenn man sich seiner eigenen Themen und seiner eigenen Vergangenheit bewusst ist und eben achtsam ist, dass man eben nicht Druck ausübt. Also nicht zu sagen, du sollst das essen, du musst das essen, du darfst das nicht essen. Isst das auf, sonst scheint morgen die Sonne nicht. Der Fisch ist extra für dich gestorben. Also sind jetzt extreme Beispiele. Das ist wirklich krass. Wobei, meistens ist ja fast nur mehr Panade übrig. Also insofern. So, aber tatsächlich, also da zu gucken, dass man selber, wenn man merkt, man wird unruhig, wenn man Angst hat, das Kind ernährt sich komplett falsch, dann wäre auch da der erste Tipp, bleib mal bei dir und lass das Kind mal machen. Wahrscheinlich hat das Kind ein gesünderes Essverhalten oder einen gesünderen Bezug zum Essen und ein besseres Körpergefühl, als du es hast. Vielleicht darfst du mal, vielleicht darf dein Kind für dich ein Vorbild sein. Ich hatte das tatsächlich mal, dass ein Seminarteilnehmer gesagt hat, seine Tochter würde so langsam essen, was er denn dagegen tun könnte. 20 Minuten später kam er raus, er würde gerne langsamer essen. Er ist ein ziemlicher Schnellesser. Er hat diese beiden Sichtweisen nicht selbstständig geschafft, zusammenzuführen, dass seine Tochter ihm zu langsam ist, weil er einfach extremst im Zeitdruck ist. Und vielleicht darf er genau lernen, wieder langsamer zu essen. Und seine Tochter ist ein Vorbild für ihn. Das ist vielleicht einfach ein netter Nebenbeitipp. Mit Essen spielen lassen, ganz wichtig. Also ich finde das total essentiell. Stell mir halt jetzt das Kind vor, das in Kartoffelpüree reingreift und dann nach dir wirft und hinterher die Erbsen und dann drüber noch Ketchup und so. Wird lustig. Ja, ich habe tatsächlich in meinem Bekanntenkreis jemanden, der macht das einmal die Woche, dürfen die Kinder entscheiden, was gegessen wird und die dürfen dann an dem Tag das Essen mit den Händen essen. Total die Sauerei, aber es schafft dieses Haptische, dieses Erleben, Fühlen, Riechen. Du denkst so an die Spaghetti Samstag. Jetzt zum Beispiel. Spaghetti mit Tomaten, ja, oder mit Spinat oder sowas, ja. Und ich würde ganz klar das fördern, weil ich habe auch die Erfahrung gemacht, auch wenn Kinder mit Essen haptisch interagieren. Ich habe früher im Kindergarten ja auch so Sachen gemacht, lange ist es her. Dann kamen die Eltern zu mir und sagen, Herr Letzner, mein Kind riecht nach Schnittlauch. Wie haben Sie das gemacht? Das würde das niemals machen. Ja, was kind haben wir gemacht? Riecht nach Schnittlauch. Nein, ist das geil.
Und der Punkt war, wir haben mit dem Schnittlauch gespielt. Die durften es in die Hand nehmen, die durften dran riechen, die durften es mal zerreiben und sehen, wie viel Wasser da drin ist. Die durften währenddessen daran hören. Und wer sich getraut hat, durfte sich das sogar mal auf die Zunge legen, weil das war nämlich leicht scharf. Und dann haben sich natürlich alle getraut und dann war das so ein fast schon ein kleines Battle und am Ende haben die alle Schnittlauch gegessen. Und das war halt dieses genussvolle, erlebnisorientierte, wir haben jetzt Spaß daran, Schnittlauch zu essen. Und nicht dieses, du musst dein Schnittlauch essen, sonst bekommst du keinen Joghurt. So, ne? Und dann aber schon der Bildungsauftrag, das sollte dann vielleicht was Gesundes sein. Weil man könnte ja so jetzt auch die Welt der Croissants erkunden oder so. Oder der verschiedenen Farben der Smarties. Das könnte man auch machen, aber ob das Kind dann so davon profitiert, weiß ich nicht. Und jetzt muss man tatsächlich sagen, wenn wir über Essstörungen sprechen oder auch über Genusstrainings, dann wird genau das gemacht. Dann gibt es nämlich Genussübungen, wo die Schokolade in den Mund nehmen, schmelzen lassen, reinschmecken und es wirklich bewusst wahrnehmen und genießen, damit es macht einen Unterschied, ob ich so Schokolade esse oder ob ich die zwischen Tür und Angel beim Autofahren mir in den Hals stopfe und es 10 Minuten später wieder vergessen habe. Und jetzt geht es nämlich vielleicht ganz häufig darum, nicht was ich esse, sondern vor allem warum und auch wie esse ich. Ich würde sogar sagen, also ich bin sogar jemand, ich treffe mich sehr gerne mit meinen Freunden. Wir machen so einen Pokerabend, also wenn es nicht gerade Corona ist. Wir trinken Whisky und wir rauchen Zigarre. Jetzt soll mir keiner sagen, der Letzte hat gesagt, ich soll Whisky trinken und Zigarre rauchen. Das, worum es geht, ist, wenn ich das 3-mal im Jahr mache und ich das mit gutem Gewissen genießen kann, dann ist das Lebensqualität, das ist geil, das ist schön. Ich halte das sogar sehr für gesund. Ja. Wenn ich das jetzt aber jeden zweiten Monat, alle 6 Wochen, alle 4 Wochen, alle 3 Wochen, alle 2 Wochen, jede Woche oder ich wäre gar nicht mehr nüchtern. Und auch da gilt wieder, im Extrem ist die Störung und Genuss begrenzt sich selbst. Die Dinge, die selten sind und denen ich Aufmerksamkeit gebe, die werde ich wahrscheinlich eher wertschätzen, die sind dann eher genussvoll. Und je mehr ich mir von einer Sache gebe, desto weniger wertvoll kann es sein, weil was selten ist, ist wertvoll. Im Übermaß haben wir dann häufig die Sachen, die nicht wertvoll sind. Da haben wir dann häufig diese Muster wie Stressregulation und so. Genuss begrenzt sich selbst. Das ist eines der wichtigsten Sätze für Genussfähigkeit, dass alles, was im Übermaß da ist, kann nicht genussvoll sein, weil es im Übermaß da ist. Also wenn ich jeden Tag Schokolade fresse nach Feierabend oder jeden Abend 5 Bier trinke, um runterzukommen und um einschlafen zu können. Oder wenn ich kiffe, um einschlafen zu können, übrigens auch ein sehr spannendes Beispiel, bei jungen Leuten großes Thema, dann glaube ich kaum noch, dass das etwas mit Genuss zu tun hat. Weil dann wird es wieder funktionalisiert. Dann geht es um das Umzu, um das Ergebnis und nicht um das Erleben an sich. Das erste war, Kinder nicht mit den eigenen Programmierungen sozusagen belasten. Das zweite war, spielerisch heranführen. Und was wäre noch das dritte? Selber Lebensmittel herstellen lassen oder einfach kochen. Also wenn Kinder in dem Zubereitungsprozess integriert werden und selber Energie investieren, dann steigt die Wertigkeit. Und Kinder können Kekse machen ohne Zucker, die sind staubtrocken, schmecken total ekelhaft, aber die Kinder sagen, habe ich selbst gemacht. And that's the bottom line, ja. Yeah. Das ist wahrscheinlich auch nochmal was, wo man sagen darf, ja, je mehr man ein Kind das einfach hinschmeißt und sagt, ist das, habe ich als Erwachsener auch keinen Bock. Aber wenn ich es aber selber gemacht habe, dann habe ich vielleicht eine größere Toleranz, auch was Geschmackserlebnis angeht. Und dann werde ich vielleicht eher sagen, das ist wertvoll, weil da habe ich Zeit hinein investiert. Und da mit Kindern diesen Kochprozess durchzuleben, auch wieder mit Spaß, im Idealfall mit Freude, mit viel Genuss, mit viel auch wieder das Erlebnisorientierte, wäre jetzt mein dritter wichtiger Tipp. Das ist, da gibt es ja so aus der experimentellen Ökonomik den IKEA-Effekt. Das, ja, tatsächlich, dass plötzlich dieses aufgebaute Ding, das aufgebaute Ding wird extrem wertvoll, dadurch, dass man ja Stunden um Stunden um Stunden in dieses blöde Regal investiert hat. Und plötzlich, weil da gibt es so Befragungen, wie viel wäre das wert? Ja, dann sagen sie, keine Ahnung, 100 Euro. Und irgendwie nach dem Aufbauen ist es 300 Euro wert oder so. Und das ist richtig geil. IKEA-Effekt nennt sich das. Ja, das dürfte da ähnlich sein, ja. Macht einen Unterschied, ob man ein Lagerfeuer mit einem Feuerzeug anmacht oder ob man tatsächlich angefangen hat, irgendwelche Steinchen oder so aneinander zu reiben, bis dann irgendwelche Funken kommen und das Feuer anfängt zu brennen. Ne? Also ist auch vielleicht ein schönes Bild oder ein nettes Beispiel. Tom Hanks. Genau.
I made fire! I made fire! Das war so bei diesem Castaway, also dieser Film. Ja, ich verschollen. Weiß, ja. Wo er dann, auf der, wo er dann irgendwie hat das hingekriegt, nach ewigen Herumprobieren, hat er mit dem Stein und dann war plötzlich Feuer und dann war ein richtiger Mann plötzlich. Also, I made fire! Ja, ich habe Feuer gemacht. Mein Lieber, wir haben hier Biene Maya, He-Man. Ich finde das schön, ja, finde ich super. Star Trek, jetzt weiter zu Tom Hanks. Also gesungen habe ich heute auch schon mindestens zweimal. Also die spielerische Komponente ist heute nicht zu kurz gekommen. Sie, am Ende möchte ich dir noch den Raum geben, die Geschichte zu erzählen, die du auch auf der Bühne immer wieder erzählt hast, von einem jungen Mann in Frankreich, wo du noch einmal zu bedenken gibst, worum wir uns eigentlich kümmern und kümmern sollten. Und davor möchte ich von dir noch gern wissen, was wünschst du dir für deine Tochter? Im Zusammenhang Ernährung und Zusammenhang Gesundheit. Also Gesundheit, ja, sie soll gesund werden, klar, ist ja der Kind, aber ja. Ich würde gerne tatsächlich die 4 Gs als Antwort nutzen, weil wenn man sich Phil anschaut, den wir ja schon diskutiert haben, dann sind die 4 Gs eigentlich genau das Gegenteil. Geduld ist das erste G, sich Zeit zu nehmen, in kleinen Schritten zu denken, zu verstehen, dass Gesundheit ein lebenslanger Prozess ist und dass man sich durchaus Zeit nimmt, Monotonie wahrzunehmen und zu genießen. Das ist das erste G. Das zweite G ist Genuss und Genussfähigkeit, erlebnisorientiert zu leben, in der Monotonie genießen zu können, achtsam zu sein und nicht in diesen Leistungsschleifen gefangen zu sein, wo wir alles nur noch funktionalisieren. Also Spaß ist auch ganz klar, Genuss, Freude. Genügsamkeit, ich darf zufrieden sein mit dem, was ich habe oder zumindest auch seinen eigenen Perfektionismus zu kennen und nicht zu stolz auf ihn zu sein, weil häufig sind wir sehr stolz auf unseren Perfektionismus, weil wir glauben, das ist ein Ausdruck von Leistungsfähigkeit und Leistungsstärke. Das Gefühl, ich bin genug. Wollte ich gerade sagen, weil das spielt ja damit rein, weil dieses ich bin genug, da hast du ja schon, wie du sagst, erwachsene Männer zum Weinen gebracht mit denen. Ja. Genau, und Genügsamkeit ist dieses es ist genug, ich bin genug, ich darf so sein, wie ich bin, inklusive sämtlicher Schattenseiten und aller Fehler, sich selbst zu tolerieren und anzunehmen. Tolerieren heißt aber ertragen, erleiden, erdulden. Das ist Schmerz immer noch. Auch geht so. Ich finde auch Toleranz, auch die eigenen Emotionen, die in sich getragen werden, diese professionelle Gelassenheit und alles, darf, was da ist, darf da sein. Dieses darf da sein ist für mich meine Begrifflichkeit von Toleranz, impliziert dann aber auch die Annahme und die Akzeptanz. Also ich trenne das gar nicht so sehr. Und der dritte, beziehungsweise der vierte Begriff ist dann die Gelassenheit an sich. Also nimm an, was da ist, nimm dich an, so wie du bist. Und auch Perfektionismus ist das Gegenteil von Gelassenheit. Gelassenheit bedeutet große Komfortzone. Perfektionismus bedeutet kleine Komfortzone. Und eben auch Toleranz gegenüber anderen Menschen, anderen Meinungen, anderen Emotionen, Schwächen, dicken Menschen, Rauchern. Und zu verstehen, auch den Menschen gegenüber wertschätzend gegenüber zu sein, ohne sie diese zu verurteilen. Und das sind die Begrifflichkeiten, die wünsche ich mir für mich, wünsche ich mir für dich, wünsche ich mir für deine Tochter. Und sind häufig genau die 4 Sachen, die Phil schwerfallen. Weil Phil hat Zeitdruck, Phil funktionalisiert, Phil ist nie genug und Phil ist Perfektionist. Das heißt, es ist quasi genau das Spiegelbild zu Phil, also genau der konträre Gegensatz. Und dieses Geduld, Genuss, Genügsamkeit, Gelassenheit sind für eine Leistungsgesellschaft streng genommen No-Gos. Die dürfen nicht sein. Und manchmal brauchen wir erst eine Krise. Und Gesundheit ist das Überbegriff, aber Geduld, Genuss, Genügsamkeit, Gelassenheit, das sind Weil die Geduld war jetzt gar nicht Sachen. Vorgekommen. Geduld in welchem Zusammenhang? Geduld, doch, das war der erste Satz auf jeden Fall. Geduld war der dieses sich Zeit nehmen, Monotonie aushalten, in die Ruhe gehen zu können, aber auch in kleinen Schritten zu planen, also nicht Sixpack in 6 Minuten, sondern auch Verhaltensänderungen als lebenslanger Prozess zu sehen, dass es eben nicht in 10 Wochen zu lösen ist, sondern dass wir ein lebenslang unsere Verhaltensweisen etablieren dürfen oder auch verändern dürfen. Und zu sagen, ich mache jetzt irgendwie 3 Wochen Fasten und danach ist der Startpunkt und danach mache ich alles andere, funktioniert selten. Also das ist jeder, der Mensch, der Verhaltensänderung verstanden hat, der begreift, entweder es braucht eine krasse Krise, wo sich wirklich viele Sachen auf einmal verändern,
aber im Idealfall mit kleinen Schritten, sodass es keinen zusätzlichen Stress auslöst, weil Stress sorgt meistens eher dafür, dass wir uns wieder gemäß unserer impulsiven Verhaltensweisen verhalten und das ist natürlich nicht besonders konstruktiv oder sinnvoll. Stress ist immer äquivalent zu Angst. Ganz genau. Und du hast gerade diese Geschichte angesprochen, die ich immer sehr gerne am Ende von Vorträgen erzähle und die eigentlich diesen Rüttler am Ende nochmal mitbringt, dieses Aufwachrütteln, dieses muss es erst so weit kommen, bis du verstehst, dass diese 4 Gs vielleicht für dich wirklich sinnvoll sind. Und diese Geschichte treibt immer so ein bisschen Kloß im Hals, weil sie die Unverschämtheit besitzt. Jetzt darf ich dich aber noch kurz unterbrechen, ja. Nämlich es gibt bei mir eine Frage, die ich jedem stelle und danach passt es nicht mehr. Nämlich die Frage, die jeder von mir kriegt. Wir sind ja bei Lernen der Zukunft und das heißt, wir wollen die Fähigkeiten hier den Menschen daheim zur Verfügung stellen oder beibringen, die wir eigentlich bräuchten für gelingendes Leben, aber eben in der Schule nicht lernen. Wenn es diese eine Fähigkeit gäbe, was wäre diese eine Fähigkeit, wo du sagst, das wäre ein Schulfach, das wäre es, wenn ich das schon gewusst hätte als 10-Jähriger, 8-Jähriger. Ja, vielleicht Methoden oder vielleicht einfach nur den Hinweis, dass es dafür gar keine Methode braucht, in Emotionen hineinspüren zu dürfen und zu können, dass das etwas Sinnvolles ist. Also eines der besten Sätze, die ich jemals von einem guten Freund gehört habe, war dieser Satz, spür mal rein. So, das ist, und dieser Satz, der hat sich in meiner Vergangenheit hat so viel für mich verändert, weil ich aufgehört habe, anderen Leuten die Schuld zu geben, wenn sie in mir ein Gefühl ausgelöst haben. Ich habe begriffen, dass diese Menschen mir einen Spiegel vorsetzen, dass sie mich triggern, dass sie einen wunden Punkt in mir selber drücken, dass ich mich fühle wie ein Kleinkind, wenn jemand mir diesen Spiegel vorhält oder mir etwas sagt, was ich nicht tolerieren kann, weil ich mich dann angegriffen oder beleidigt fühle. Also ich beleidige, ich beschwere mich dann selber, sondern auch schöne Wortspiele an der Stelle, dieses Umgang mit Emotionen, finde ich vielleicht eines der wichtigsten Dinge für, die haben ja dann sehr viel mit Glück und so zu tun, ne, und Wertschätzung und Annahme, das ist ja dieses große Thema, darf es das Thema Glück als Schulfach geben und ich sage ganz klar, das sollte in die Richtung gehen dürfen, ja. Mhm. Im Finale möchte ich dir gerne noch die Chance geben, deine Geschichte zu erzählen, die auch mich berührt hat und die mir scheint auch am Ende ganz gut passt. Es ist ja nicht meine Geschichte, muss ich dazu sagen, aber sie hat mich selber aufgeweckt. Und zwar, ich bin ja selber halb Franzose und meine Mutter ist Französin. Und viele Jahre war ich tatsächlich einmal im Jahr in Frankreich auf der Weinlese, in der Champagne. Und das ist super schön. Man kann sich das so vorstellen, irgendwie 20 Leute sind zusammen, 10 Tage und 8 Stunden auf dem Feld Trauben pflücken, also Weinlese. Und abends wird irgendwie gefeiert und geraucht und getanzt. Und das macht richtig Spaß. Und als ich das erste Mal gemacht habe, habe ich einen Mann kennengelernt, der ist frisch Vater geworden. Der war irgendwie 35 Jahre alt. Ansonsten war der jetzt nicht besonders nett, nicht besonders doof, war okay. Und dann haben wir. Also, so wie du heute, oder? Frischer Vater, so irgendwie genau. Mitte 30, so. Jetzt, wo du das sagst, fällt es mir auf und es treibt mir noch mehr ein Kloß in den Hals, ja. Weil ich habe nämlich dann ihn auch ein Jahr lang nicht mehr gesehen. Ein Jahr später habe ich ihn wieder getroffen und ihm ist meiner Meinung nach das Schlimmste passiert, was einem Menschen passieren kann. Und dadurch, dass ich jetzt frisch Vater geworden bin, ist es noch schwieriger, diese Geschichte für mich zu erzählen, merke ich gerade. Weil. Er hat wenige Wochen, bevor wir uns da wiedergesehen hatten, ein Jahr später, aus Versehen beim Ausparken seines Autos seinen eigenen Sohn überfahren. Und das war irgendwie die absolute Ausnahmesituation. Keiner wusste wirklich, wie er damit umgehen sollte. Wir haben ihn auch danach erstmal 3 Jahre lang nicht mehr gesehen. Und 3 Jahre später war er wieder da, wieder auf der Weinlese. Und ich habe mich abends ziemlich lange mit ihm unterhalten. Es war also sehr tränenreich, Schuldgefühle, Schamgefühle. Ich glaube, keiner möchte sich ausmalen, was diesem Menschen passiert ist. Aber ich habe in meinem Leben noch nie einen Menschen gesehen, der so wertschätzend, tolerant und offenherzig ist wie dieser Mensch heute. Dem geht es nicht immer gut, der hat auch immer wieder krasse depressive Phasen und so weiter. Aber er hat ein paar Dinge in dieser extremen Krise für sich gelernt. Es geht nicht immer um Leistung. Es geht nicht immer darum, der Beste oder der Schönste zu sein oder alle Leute beeindrucken zu wollen, sondern manchmal zählt jede Sekunde, die wir uns die Zeit nehmen dürfen für die Dinge, die uns wirklich wichtig sind, weil wir wissen nie, wann es vorbei ist. Und
diese Konfrontation mit diesem Tabuthema hat für ihn dieses Wachrütteln gemacht, dieses sich Zeit nehmen fürs eigene Wohlbefinden, für Familie, für Freunde. Das ist ja auch das, was auf dem Sterbebett häufig, also es gibt ja viele Bücher oder auch Interviews, wo man Menschen auf dem Sterbebett gefragt hat, was hättest du gerne in deinem Leben anders gehabt? Keiner von denen sagt mehr Arbeit, mehr Geld, mehr Party. Jeder von denen sagt sowas wie, ich hätte mir häufiger Zeit nehmen dürfen für Freunde, für Familie, für Musik, für Tanzen, für Motorradfahren, was auch immer. Und eben auch diese Aussage auf Platz 5, ich hätte mir häufiger erlauben dürfen, einfach mal zufrieden zu sein. So, und da kommen wir wieder genau an diesen Punkt. Perfektionismus verbietet uns selber, mit dem zufrieden zu sein, was wir gerade haben. Wir rennen immer irgendwelchen Dingen hinterher. Und wenn wir einen Schlag ins Gesicht bekommen, an unserem Verstand zweifeln, also häufig braucht es ja die Krise, damit wir lernen. Und ich glaube, in den krassesten Krisen lernen wir die wichtigsten Dinge. Und spätestens dann, wenn wir mit dem Thema Endlichkeit, Tod, Krankheit, Alter konfrontiert werden, spätestens dann sollten wir anfangen, unsere Prioritäten zu hinterfragen oder auch unsere eigene Haltung zu hinterfragen. Und wenn ich bedenke, dass wir auf sehr hohem Niveau meckern häufig und immer das Gefühl haben, nicht genug zu sein, dann dürfen wir vielleicht uns diese unangenehmen Wahrheiten oder auch diese Tabuthemen wie das Thema Tod als Gesprächsthema, das wird ja sehr viel tabuisiert. Ich war mal ein Jahr in Mexiko, da wird ja ganz anders damit umgegangen, auch ganz anders darüber gesprochen. Und ich glaube auch, über diese Themen zu sprechen, das ist wie dieses Planen, dass die nächste Krise kommen wird, früher oder später. Das hat halt dieses Heilsame, was uns allen ganz gut tut, auch wenn es uns jetzt gerade so einen kleinen Kloß in den Hals treibt. Und das hilft uns dann auch für die 4Gs, da bin ich felsenfest von überzeugt. Das Thema Tod, ja, hat mich auch schon manches Mal im Leben beschäftigen müssen damit, ja. Im Übrigen ein interessantes Gespräch mit dem Ralf Kaspers, zu genau dem Thema, wie erkläre ich Kindern den Tod, ja. Ja, es gibt ja hier die Grasbeißerbande, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist ein Buch, wo aus dem Hospiz, also wo Kinder, die bald sterben werden, Fragen stellen. Und das Muster, die Musterfrage ist dann da dieses, warum soll ich mir die Zähne putzen, wenn ich eh bald ins Gras beiße? Und da sind noch ganz viele andere Aussagen und Fragen, wenn man sich das Setting bewusst macht, wo diese Fragen von den Kindern herkommen, in welcher Situation. Teilweise muss man Tränen lachen, und im nächsten Moment hat man das Bedürfnis, weinen zu wollen. Und das ist so ein Buchband mit diesen Sprüchen und einfach Bildern und Zeichnungen. Man hört gerade meine Tochter im Hintergrund. Ja, ich liebe es. Ja. Das ist so ein Buchband. Und wenn man sich das anschaut, relativiert sich alles um einen herum. Grasbeißerbande kann ich wärmstens empfehlen. Ist total krass. Also ich weiß gerade, mir fehlen gerade selber die Worte. Nur weil ich drüber nachdenke. Ja. Und ich kann mindestens einen jungen Mann ehrlich und ernsthaft empfehlen. Der sitzt gerade im Moment vor mir. Frederik Letzner, man findet dich über deine Homepage. Man kann auch, wenn man möchte, einen Kurs bei dir machen, Online-Kurs. Es gibt auch dein Buch, Zu blöd zum Leben. Du hast jetzt die Gelegenheit, 10 Sekunden, die letzten Worte übergebe ich dir und fühl dich frei, dich wohlzufühlen, dich gut zu fühlen und unseren Zuseherinnen und Zusehern mitzugeben, was du auch immer mitgeben möchtest. Das Letzte, was ich mitgeben möchte, ist ein ganz großes Dankeschön an dich. Wir haben jetzt schon seit mehreren Monaten Kontakt zueinander und immer wieder hin und her geschrieben. Und ich beobachte, was du machst. Ich sehe, was du machst. Ich sehe so ein bisschen, wie du denkst. Auch wenn ich jetzt heute dich viel mehr noch mal kennenlernen durfte, als das, was ich bisher so mitbekommen habe. Und ich möchte einfach zum Thema Dankbarkeit Danke sagen. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal und viel Freude beim Ausprobieren.